Ja, Sie haben gerade gehört, mein Name ist Pöschko vom Förderverein Zentrale Stelle. Ich begrüße Sie im Namen des Fördervereins ganz herzlich zu diesem Vortrag. Sie merken es ja, es ist heute anders, als das normal bei unseren Vorträgen ist. Im Staatsarchiv kann man eben persönlich anwesend sein. Da kann man sich auch, bis so ein Vortrag beginnt, schon ein wenig unterhalten. Das ist alles heute nicht möglich. Ich bin froh, dass wir es wenigstens so machen können und dass uns das Staatsarchiv GoToMeeting zur Verfügung gestellt hat und auch noch die technische Betreuung. Sie haben gehört, Sie können diese Aufzeichnung dann wahrscheinlich auf unserer Internetseite noch abrufen. Der Vortrag und der große Heldenkampf waren mir zum inneren Erlebnis geworden von der Krieg von 1870-71 und seine Folgen für das 20. Jahrhundert ist eine Einzelveranstaltung, gehört also nicht zu einer Ausstellung oder zu einer Veranstaltungsreihe, wie wir das häufig machen. Diese vorausgehende Ausstellung über den Verlichtungsort Malitrostenetz ist zwar verlängert worden, aber wegen der Corona-Einschränkungen war sie auch nicht besuchbar und ist in der Zwischenzeit wieder abgebaut worden und abtransportiert worden. Der Deutsch-Französische Krieg von 1870-71 scheint weit entfernt zu sein von dem, was wir unseren Veranstaltungen normalerweise anbieten. Der zweite Teil des Untertitels und seine Folgen für das 20. Jahrhundert lässt allerdings erkennen, dass es sich um eine historische Tiefenbohrung handelt, von der Zeit aus, die wir sonst anbieten. Es geht also darum zu erkennen, welche Spuren dieser Krieg 1870-71 in den Soldaten dieses Krieges hinterlassen hat. Und wie sich das im 20. Jahrhundert, also mit der nächsten, übernächsten Generation, in den politischen und militärischen Gegebenheiten ausgewirkt hat. Unser heutiger Referent, und damit begrüße ich Herrn Professor Dr. Tobias Arendt sehr herzlich bei uns. Er hat sich immer wieder mit dem Krieg von 1870-71 auseinandergesetzt. Und dazu auch mehrfach veröffentlicht, hat auch mit Studenten Exkursionen unternommen. 2018 hat er unter dem Titel 1870-71 die Geschichte des Deutsch-Französischen Krieges, da kommt der Titel, das Titelblatt auch, erzählt in Einzelschicksalen. Andere Themenschwerpunkte, die er bearbeitet hat, waren unter anderem der Erste Weltkrieg, Ausbildung eines nationalsozialistischen Geschichtsbildes durch Unterricht, aber auch Themen der Antike. Wie schon der Titel der Veröffentlichung von 2018 erkennen lässt, können wir erwarten, dass es sich nicht nur um politische Strukturgeschichte handelt. Herr Professor Arendt stammt aus Ostfriesland, wenn ich das richtig verstanden habe, ging dort auch in die Schule und auch in Wesel am Unterrhein zur Schule und hat einen Großteil seines Lebens im Münsterland verbracht, also im äußersten Nordwesten von Nordrhein-Westfalen. Ab Sommersemester 2007 war er akademischer Rat an der PH Heidelberg. Seit Wintersemester 2009 ist er Professor für Geschichte und Geschichtsdidaktik an der PH Ludwigsburg. Die Nähe zur Schule, die mit dieser Tätigkeit gegeben ist, bestärkt die Erwartung, dass wir eine Nähe zu Einzelschicksalen zu erwarten haben. Professor Arendt, Sie haben das Wort. Man kann hören. Hans, hört man mich? Ja, man hört. Ich musste dich gleich korrigieren. Ich bin in Ostfriesland eingeschult worden, aber ich bin aufgewachsen, eigentlich den größten Teil meines Lebens am Niederrhein, also an der holländischen Grenze in der alten Garnisonsstadt Wesel. Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Herzlichen Dank an Dr. Müller vom Landesarchiv. Herzlichen Dank, Hans Pöschko vom Förderverein Zentrale Stelle. Ich freue mich, hier heute zu Ihnen sprechen zu können. Ich habe auch schon eben gesehen, es sind auch einige Kollegen vom Garnisonmuseum Ludwigsburg zugeschaltet. Auch die begrüße ich natürlich ganz herzlich. Das, was ich vortragen werde, stammt zu einem guten Teil aus dem Buch, das gerade schon der Kollege Hans Pöschko vorgestellt hat und das mittlerweile in der vierten Auflage auch schon auf dem Markt ist. Und 2018 so die erste Monographie zum Deutsch-Französischen Krieg war in den letzten 50 Jahren. Es ist dann ja letztes Jahr einiges dazugekommen, aber mein Buch war doch mehr oder weniger das erste. Und aus diesem Buch referiere ich einen guten Teil. Nicht so sehr Einzelschicksale, sondern schon doch eher Strukturfragen, wie es der Titel dieses Vortrags ja auch nahelegt. In eigener Sache, ich habe jetzt ein bisschen Werbung für das Buch gemacht, das ist, glaube ich, auch ganz legitim, möchte ich noch etwas anderes vorstellen, bevor ich vortrage, nämlich ein Projekt, das gerade seit Mai letzten Jahres läuft, ein Twitter-Projekt. Ich weiß nicht, wie Twitter-affin Sie alle sind. Das ist ein Projekt, heute vor 150 Jahren, Krieg 70-71. Dort erfahren Sie, wenn Sie Follower sind, jeden Tag, taggenau die neuesten Nachrichten aus dem Krieg. Also gestern zum Beispiel, Kaiserproklamation wurde sehr minutiös dargestellt. Also wenn Sie das Gefühl haben wollen, Sie seien im Krieg dabei, dann empfehle ich Ihnen diesen Twitter-Account, dem zu folgen und es so wie 3.400 andere Leute zu machen und sich täglich mit 30, 40 Nachrichten aus dem Deutsch-Französischen Krieg zu informieren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass auch von diesen Twitter-Followern der ein oder die andere hier gerade auch zuhört. Das würde mich natürlich sehr freuen. Ja, wenn wir über den Deutsch-Französischen Krieg sprechen, dann sprechen wir, und das hat der Hans Pöschko ja gerade schon angedeutet, dann sprechen wir über einen Krieg, der im allgemeinen kollektiven Bewusstsein nicht allzu präsent mehr ist. 2014 bis 2018 wurde der geschichtsinteressierte Leser mit einer Welle von Büchern zum Ersten Weltkrieg überrollt, anlässlich des 100. Jubiläums. Man konnte sich vor Ausstellungen kaum retten. In Stuttgart gab es eine Ausstellung im Haus der Geschichte. Es gab in Essen in der Zeche Zollverein eine große Ausstellung. Es gab Filme, es gab Dokumentationen. Kurz und gut, der Erste Weltkrieg wurde 4 Jahre lang in allen Facetten umfangreich thematisiert. Der Deutsch-Französische Krieg von 70-71, der für die Zeitgenossen der damaligen Ereignisse ja auch sehr wichtig war, hingegen ist weitgehend in Vergessenheit geraten hinter den Schrecken der Weltkriege des 20. Jahrhunderts. Was natürlich auch daran liegt, dass er quantitativ auch nicht zu vergleichen ist natürlich mit den Weltkriegen. Wenn man aber genau hinguckt, die Augen aufmacht, dann ist der Krieg von 70-71 ja noch durchaus sehr präsent in materieller Hinsicht. Überall gibt es Moltkestraßen, Hindenburgstraße, wobei sich das nicht auf Hindenburgs Rolle in dem Krieg bezieht, aber der war da ja nun auch schon als junger Leutnant aktiv. Es gibt Bismarckplätze, es gibt überall Denkmäler, auch in Ludwigsburg, ich werde das nachher nochmal zeigen, sodass der Krieg eigentlich materiell in seiner Erinnerungskultur durchaus noch präsent ist. Er wird nur nicht mehr wahrgenommen. Die meisten Passanten gehen an Straßennamen, an Plätzen, an Denkmälern vorbei, ohne noch einen historischen Bezug herstellen zu können. Was insofern verständlich ist, der Krieg spielt auch im Geschichtsunterricht keine Rolle. Den damaligen Zeitgenossen des Kaiserreichs hingegen vollkommen undenkbar gewesen wäre. Denn der Deutsch-Französische Krieg war im Deutschen Kaiserreich das zentrale Erinnerungsereignis, mit dem Identität gestiftet wurde. Mit dem Sieg über Frankreich konnte sich der Bayer, der Württemberger, der Preuße gleichermaßen identifizieren. Und das Erinnerungsangebot an diesen Krieg war sozusagen Staatsräson. Und es ist ja nicht so, als sei das ein Krieg gewesen, der innerhalb von wenigen Wochen vorbei gewesen wäre. 3 Millionen Menschen
standen insgesamt unter Waffen auf deutscher Seite ungefähr 1,2 Millionen, nicht gleichzeitig, sondern nach und nach. Und dieser Krieg zog sich immerhin vom August 1870 bis in den Februar 1871 hin. Und nehmen wir die Ereignisse der Kommune im Mai 1871, zählen wir das noch dazu, dann sogar bis zu Mai, als auch der Frankfurter Frieden schließlich den Krieg offiziell auch beendete. Ich weiß nicht genau, wie gut Sie informiert sind über den Verlauf des Krieges. Ich möchte vielleicht doch ganz kurz ein paar Worte zu verlieren. Auf deutscher Seite gab es immerhin 45.000 Tote und 90.000 Verwundete. Auf französischer Seite 144.000 Tote, 145.000 Verwundete und 400.000 Gefangene, die alle in Deutschland, unter anderem auch in Ludwigsburg auf dem Asberg, untergebracht worden sind. Der Krieg selbst beginnt durch einen Thronfolgestreit, die spanische Thronfolge ist unklar, ich will das jetzt hier gar nicht in aller Breite erklären. Und er beginnt vor allem mit den großen, berühmten, mythischen Grenzschlachten im August 1870, der Schlacht von Weißenburg, der Schlacht von Wörth, der Schlacht von Spichern, den drei großen Schlachten rund um Metz, um sich dann im Laufe des August bis nach Sedan, 1. September, die große Schlacht von Sedan, zu ziehen, wo die französische Armee vernichtend geschlagen wird, Kaiser Napoleon III. In Gefangenschaft geht und eigentlich der Krieg an diesem Zeitpunkt hätte beendet sein können, aber nicht beendet wurde. In der offiziellen Erinnerungskultur im Kaiserreich hört die Erinnerung praktisch mit Sedan auf. Sedan ist das zentrale Erinnerungsereignis, die Schlacht der Schlachten, das glorreiche Ereignis. In Wirklichkeit vergehen aber noch Monate, der Oktober, der November, der Dezember, der Januar, in denen der Krieg ein völlig anderer ist und schon ein moderner Krieg wird. Denn ist der Krieg anfänglich ein klassischer Kabinettskrieg von zwei Armeen, die versuchen, wie zwei Fußballmannschaften auf ihrem Spielfeld zu bleiben, ändert sich der Krieg danach ganz grundlegend. Denn mit der Abdankung des Kaisers Napoleon gründet sich die Dritte Republik am 4. September. Und die Dritte Republik setzt den Krieg fort. Was unter anderem daran liegt, dass die siegreichen Deutschen nach Sedan die Abtretung des Elsass und Teilen des deutschsprachigen Lothringens fordern. Die Fortsetzung des Krieges ist die Staatsraison der Jungen Republik. Die Junge Republik definiert sich durch den Widerstand gegen die Prussien, gegen die Deutschen. Und die Junge Republik kann auf gar keinen Fall damit beginnen, sozusagen als Geburtsfehler gleich Gebietsabtretung zu akzeptieren. Die Junge Republik radikalisiert den Krieg auf eine Art und Weise, die sehr deutlich an das 20. Jahrhundert erinnert. Es kommt zu wüstesten antideutschen, chauvinistischen Hetztiraden. Es kommt zum Partisanenkrieg. Der Krieg wird dreckig, der Krieg wird schmutzig. Die Deutschen plündern ganze Landstriche aus, nehmen ganze Dörfer in Geiselhaft, brennen Dörfer nieder, wenn sie dort Franc-Tireur, also Freischützen, wir würden heute sagen Partisanen, antreffen. Die Deutschen belagern Paris, hungern die Stadt ab Mitte September aus. Zehntausende Pariser verhungern. Ab Dezember wird die Stadt auch beschossen, und zwar nicht nur die Forts, sondern auch die zivilen Viertel. Ja, also wir haben hier schon eine Brutalisierung von Krieg, wie sie dann im 20. Jahrhundert durchaus üblich sein wird. Der Krieg endet schließlich nach vielen blutigen, schmutzigen Schlachten, die in ganz Frankreich stattfanden, in Le Mans, an der Loire, bei Amiens in Nordfrankreich, Belfort im Osten von Frankreich, schließlich mit einer vernichtenden Niederlage der französischen Seite und seinem Waffenstillstand. Und schließlich kommt es zum Friedensvertrag von Frankfurt, in dem das junge französische Gemeinwesen tatsächlich dann doch Elsass abtreten muss und das deutschsprachige Lothringen. Nicht das ganze Lothringen, das wird oft missverstanden, die frankophonen Teile Lothringens bleiben französisch. Und dazu muss die junge Republik eine hohe Strafzahlung, Kriegskontribution bezahlen. Und bis die bezahlt ist, bleiben deutsche Truppen bis 1873 in Nordostfrankreich stationiert, um sicherzustellen, dass das Geld auch kommt. Diese Strafzahlungen speisen dann den Gründungsboom im Deutschen Kaiserreich, dem dann schließlich der Gründerkrach folgt, eine Wirtschaftskrise
vergleichbar dem Platzen der Börsenblase vor nicht allzu langer Zeit auch bei uns. Also dieser Krieg ist kein belangloses Ereignis, das irgendwie in den Untiefen des kollektiven Gedächtnisses versunken sein sollte, sondern durchaus ein zentrales Ereignis. Denn ohne diesen Krieg gäbe es oder hätte es kein deutsches Reich gegeben in der Form, wie wir es dann hatten. Und in letzter Konsequenz gäbe es ohne diesen Krieg, ohne deutsches Reich, auch nicht die Bundesrepublik Deutschland so, wie wir sie heute in unseren Grenzen haben. Nun sollte der Historiker aber immer vorsichtig sein, so zu tun, als könne er tatsächlich das eine historische Ereignis zwingend aus dem anderen erklären, so wie es der Begriff Folgen im Titel dieses Vortrages ja schließlich suggeriert. Letztlich ist immer alles nur Deutung und Interpretation. Und doch sind Interpretationen ja häufig sinnvoll und dazu angetan, Muster offenzulegen, die sich gelegentlich wiederholen. Geschichte wiederholt sich nicht, aber Muster können vergleichbar sein. Zum Beispiel schaut man auf das Verhalten der Alliierten in der Sudetenkrise 1938 und vergleicht das mit dem Verhalten des Westens in der Frage der Annexion der Krim, kann man gewisse Muster wiedererkennen. Ein anderer Bestandteil des Titels ist das 20. Jahrhundert. Das 20. Jahrhundert, glaube ich, gilt uns allen als das totalitäre Jahrhundert, als das Jahrhundert der totalitären Experimente des Nationalsozialismus und des Stalinismus, das Jahrhundert zweier Weltkriege mit Millionen Toten und all den Verwüstungen, die die Diktaturen dieser Zeit weltweit angerichtet haben. Was ist nun am Krieg von 70-71 interessant im Hinblick auf das 20. Jahrhundert? Es sind im Wesentlichen konkrete Ereignisse, die unmittelbare Folgen im 20. Jahrhundert hatten. Dann gibt es Entwicklungen, die auf das 20. Jahrhundert verweisen. Und es gibt schließlich vermittelte Haltungen, die dann im totalitären 20. Jahrhundert erst zur vollen Entfaltung kommen. Also im Grunde drei Kategorien. Ereignisse, Entwicklungen, Haltungen, über die ich sprechen möchte und die ich dann auch im Einzelnen etwas genauer vorstelle. Natürlich bleibt das im Rahmen eines Vortrages irgendwo auch oberflächlich, aber es sollte ja auch erstmal nur eine Anregung sein. Schauen wir ein bisschen genauer und beginnen wir mit dem großen Untoten der deutschen Geschichte. Ich vermute mal, Sie erkennen ihn. Sie müssen sich nur ein kleines Bärtchen dazu denken. Und dann sehen Sie gleich, das ist der junge Hitler. Ich zitiere: Beim Durchstöbern der väterlichen Bibliothek, so schreibt Hitler 1925 in Mein Kampf über seine Kindheit, war ich über verschiedene Bücher militärischen Inhalts gekommen, darunter eine Volksausgabe des Deutsch-Französischen Krieges 1870-71. Es waren zwei Bände. Zeitschrift aus diesen Jahren, die nun meine Lieblingslektüre wurden. Nicht lange dauerte es und der große Heldenkampf war mir zum inneren Erlebnis geworden. Von nun an schwärmte ich mehr und mehr für alles, was irgendwie mit Krieg oder doch mit Soldatentum zusammenhing. Die verhängnisvolle Wirkung, die die kriegsverherrlichende Erinnerung an 70-71 auf das kindliche Gemüt des späteren Diktators hatte, benennt dieser selbst in aller unreflektierten Deutlichkeit 1925 in Mein Kampf. Hier sehen wir ein eindrucksvolles Beispiel, wie kriegsaffirmative Geschichtskultur in ein Kinderherz gepflanzt, Jahrzehnte später mit, natürlich nicht alleine, es gibt die monokausale Erklärung, mit zu Krieg und Vernichtung beitragen kann. Sicher führte kein direkter Weg von der Kaiserproklamation, gestern hatten wir das 150. Jubiläum, zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs und lag auch am Ende des Ersten keineswegs zwangsläufig schon der Beginn des Zweiten Weltkriegs begründet. Ganz zu schweigen von der Katastrophe des Nationalsozialismus. Und doch lag in der kriegerischen Wurzel des Reichs vieles von dem begründet, was den Triumph von 70-71 in der Rückschau den Beigeschmack eines bitteren Sieges verleihen und nicht unerheblich zum Unglück der Jahre 1914 folgende führen sollte. Der amerikanische Historiker George F. Kennan bezeichnete den Ersten Weltkrieg in einer viel zitierten Sentenz, und Sie werden es alle schon oft gehört haben,
als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Und sicher ist der Erste Weltkrieg das erste global verhängnisvolle Ereignis des 20. Jahrhunderts. Aber wäre der Krieg von 1914 bis 18 denkbar gewesen, ohne das deutsch-französische Unglück des enthemmten National- und Volkskrieges von 1870-71, ich hatte es gerade kurz angerissen, und die am Beispiel Hitlers bezeugte zerstörerische Erinnerungskultur an diesen? Eine Frage, die ich in den Raum stelle und gar nicht erwarte, dass wir sie umfassend beantworten können. Lässt man sich nicht von der Masse an kriegerischer Feierliteratur oder zu Papier gebrachter Hurra-Lyrik der ersten Jahrzehnte nach dem Krieg in das Licht führen, so erkennt man auch die kritischen Stimmen mancher Zeitgenossen, die hellsichtig vor den blutigen Folgen einer kriegerischen Reichsgründung warnten. Und es sind ein paar ganz klar umreißbare Problemfelder, die auch jene vom Einigungs- und Siegestrubel nicht korrumpierten Mahner als kritisch für das Gelingen des neuen Staates betrachteten und sie deshalb schon im Augenblick des großen Sieges mit Recht skeptisch in die Zukunft blicken ließen. Und aus heutiger Sicht sind es diese Problemfelder, also jedenfalls aus meiner Sicht, aus denen man den Krieg von 70-71 zur ersten Urkatastrophe vor der großen Katastrophe des Weltkriegs von 14-18 und folgend des Zweiten Weltkriegs erklären könnte. Aber wie gesagt, das ist eine Deutung, über die kann man diskutieren. Und der Historiker, die Historikerin weiß, Deutungen können nebeneinander existieren, ohne dass sie den Anspruch erheben müssen, jeweils die einzig gültige zu sein. Ein Krieg ist stets für die Beteiligten ein Erfahrungsraum mit beträchtlichen Auswirkungen für die Formierung und die Funktion von Gesellschaften. 1 Million deutscher Männer stand in diesem Krieg unter Waffen und jeder von ihnen ging mit seinen Erfahrungen und im Krieg gewonnenen, gefestigten oder auch erschütterten Werten wieder zurück ins zivile Leben, sofern er den Krieg überlebte. Ich habe hier mal einen Screenshot von dem Twitter-Projekt. Erster Tag, Sie sehen dort gleich ein Leichenfeld, skizziert von einem französischen Künstler. Und diese Bilder nehmen diese Menschen ja wahr. Krieg bedeutet Menschen töten. Krieg bedeutet zu sehen, wie Menschen getötet werden. Und man sieht, wie gestorben wird, verwundet wird, geschrien wird. All das sind ja Erfahrungen, die in jedem Krieg gemacht werden. Auch in den Kriegen, die uns heute als vergessen gelten. Im Krieg gewonnene Grenzerfahrungen prägen Menschen und damit auch Gesellschaften noch jahrzehntelang. Grenzerfahrungen lassen sich verdrängen, nicht aber aus dem Unterbewusstsein löschen. Die traumatischen Erinnerungen werden an die nächste Generation weitervererbt. Da gibt es einen ganzen Forschungszweig dazu. Was macht es mit Männern wie den Soldaten Franz Plitt, der im Mai 1871 eine ganze Nacht lang eine verzweifelte Menge in Paris mit dem Gewehr in der Hand bewachen und am nächsten Tag deren Hinrichtung erleben musste? Wie verarbeitet der bayerische Infanterist Florian Kühnhäuser die lebenslange Erinnerung an das Summen der Millionen Fliegen auf den verwesenden Leichen bei Weißenburg? Heute weiß man, dass Kriegstraumata nicht nur die unmittelbar Betroffenen, sondern auch deren Nachfahren prägen. Verhalten wird weitergegeben, Traumata werden weitergegeben und die, die es empfangen, geben es wieder weiter. Die Traumata sterben nicht mit den unmittelbar Betroffenen. Wenn man so will, sind Kriegsgesellschaften nach dem Krieg verwundete Gesellschaften. Hier ein Bild aus dem Ersten Weltkrieg. Sie sehen, die Bilder gleichen sich. Hier wie dort Tote, mitten aus dem Leben gerissen, in einer plötzlichen Sekunde durch eine Granate zerfetzt. Verwundete Gesellschaften, in denen Gewalt und Tod selbstverständlicher, generationsübergreifender Bestandteil des kollektiven Bewusstseins sind, was nicht ohne Folgen für den Umgang mit Gewalt und Tod für den Einzelnen bleiben kann. Die Gewaltbereitschaft, die sich zum Beispiel in der politischen Auseinandersetzung in Deutschland während der Zwischenkriegszeit zeigte, ist auch das Ergebnis militärischer Gewalterfahrungen mehrerer Generationen seit Beginn der Einigungskriege und das Ergebnis verwundeter Gesellschaften. Wenn man sich die zeitliche Abfolge macht, mal klar macht, der deutsch-dänische Krieg 1864, der deutsche Krieg 1866, der deutsch-französische Krieg 1870-71, der Erste Weltkrieg 1914-18, der Zweite Weltkrieg 1939-45, dann sehen wir, das sind Zeiträume von nicht einmal 100 Jahren, in denen 5 Kriege die deutsche Gesellschaft
erschütterten. Das sind natürlich verwundete Gesellschaften. Und diese Verwundungen zeigen sich in Gewaltbereitschaft, zum Beispiel in der politischen Auseinandersetzung. Kriege hinterlassen Tote und Verwundete, zerstören Familien, Lebenspläne und Berufsbiografien. Diese Verluste sind für die Betroffenen nicht wieder gut zu machen und bleiben damit potenziell eine Belastung, gerade für die instabile Gesellschaft eines frisch gegründeten Reiches mit noch im Wachstum begriffenen Alltags- und Herrschaftsstrukturen. Die Integration einer großen Zahl von Invaliden, die nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland ein großes soziales Problem und eine starke gesellschaftliche Belastung darstellte, war auch schon in den Jahrzehnten nach 1871 eine Herausforderung. Wir sehen hier den Invaliden Franz Wolf aus Habelschmed, Grenadier, verwundet bei der Schlacht von Le Bourget im Dezember 1870. Das ist eine Abbildung aus dem Sanitätsbericht des deutschen Heeres. Und es zeigt ihn, der den Krieg überlebt hat. Man sieht aber auch seine multiplen Schussverletzungen oder Granatsplitter, ich weiß nicht mehr ganz genau. Man sieht sein verkrüppeltes Bein, das wieder zusammengewachsen ist, aber verkürzt. Und man sieht allerdings nicht, dass dieser Mensch nicht berufstätig sein kann, also keinen Lebenserwerb hat. Man ahnt vielleicht das Leid, das dahinter steckt, aber man ahnt es mehr, als man es sieht. Und diese Bilder wiederholen sich. Ein kriegsversehrter Engländer des Ersten Weltkriegs, ein kriegsversehrter Franzose und ein Bild, das Sie wahrscheinlich alle kennen, das herzzerreißende Bild eines dekorierten Deutschen des Ersten Weltkriegs, das Eiserne Kreuz noch an der Brust, das Verwundetenabzeichen in Gold an der Brust, in Uniform, Bein verloren, muss betteln, um überhaupt über die Runden zu kommen. Und er kann den Gebenden nicht angucken, er schaut verschämt auf den Boden. Ein unmittelbar nach dem Krieg erlassenes Invalidengesetz regelte zwar die Versorgung der Kriegskrüppel, wie sie sich selbst genannt haben, in Frankreich nannten sie sich die Gueule Cassée, die zerstörten Gesichter und Schnauzen, die zerstörten Schnauzen eigentlich. Aber dieses Invalidengesetz konnte die Schwierigkeiten bestenfalls lindern. 10 Jahre nach Kriegsende veröffentlicht die Illustrierte Gartenlaube, ein Blatt vergleichbar den heutigen Zeitschriften, würde man das nennen, Spendenaufrufe für mittellose Invaliden auf Arbeitssuche. Ein Beispiel aus der Gartenlaube für die Not zehntausender Veteranen und ihrer Familien, vergleichbar mit den Hunderttausenden nach dem Ersten Weltkrieg. Zitat: Ein Jäger von Saint-Privat. Am 18. August 1870 wurde beim Sturm auf Saint-Privat ein Trompeter der sächsischen Jäger durch den rechten Oberschenkel geschossen. Nach 8-monatlichem Lazarettlager als Invalid entlassen, erhielt er eine Pension von monatlich 21 Mark gewährt. Da er damit auch Weib und Kind ernähren muss, so reicht es nicht zu und so bittet er, da infolge seiner Wunde und der Feldzugstrapazen er das Musizieren lassen muss, ebenfalls um eine Stelle als Aufseher in einer Fabrik, als Hausmeister oder ähnliches. Ein bitteres Fazit zieht der Redakteur der Zeitschrift, verweist auf die Schattenseite der glorreichen Siege. Zitat: Wollen wir uns aber an die bis jetzt gefeierten Sedansfeste erinnern, so wird uns die Wahrheit beschämen, dass die Zahl derjenigen, welche mit dem Feldzeichen, ja mit dem Eisernen Kreuz auf der Brust, dem Festjubel zusehen mussten, weil sie zur Mitfeier zu arm war, leider an vielen besonders größeren Orten keine geringe war. Wäre dies nicht traurige Tatsache, wie könnte es möglich sein, dass heute, nach 10 Jahren, die Not so vieler Mitkämpfer und ganz besonders so vieler Invaliden jenes Krieges noch so groß ist? Es vergeht keine Woche, wo nicht die Redaktion der Gartenlaube die oft bittersten von Obrigkeiten, Pfarrämtern und Ärzten als berechtigt anerkannten Klagen armer Invaliden zugehen, für die wir keine andere Hilfe als die öffentliche Bitte haben. Zitat Ende. Eine solche soziale Schieflage dieser Art ist problematisch, im Falle des Krieges von 70-71 aber noch überschaubar. Das invalide Massenheer, das 1918 die Straßen bettelnd durchstreifen musste, hingegen war auch politisch eine Belastung für die junge Republik. Und die Unzufriedenheit dieser Menschen ist natürlich auch ein Nährboden für politischen Radikalismus jeder Art. Hier verweist der Krieg von 70-71 auf kommende, viel größere Probleme des 20. Jahrhunderts. Ja, und nun sind Sie verkrüppelt oder vielleicht Kriegerwitwe. Sie haben kein Einkommen,
Der Ernährer ist gefallen, der Vater ist gefallen, der Sohn ist gefallen. Und was bietet man ihnen jetzt an? Immerhin, er hat ja für die deutsche Einheit gekämpft. Aber ist das ein Angebot, das den Schmerz lindern kann? Die offizielle Erinnerungskultur nach 1871 ermöglichte keine der Trauer und der Ernsthaftigkeit des Geschehens angemessene Auseinandersetzung mit den Verlusten und den Traumata der Hinterbliebenen, der Invaliden, wieder zumindest körperlich unversehrt gebliebenen Krieger. Die staatstragenden Erinnerungsangebote bestanden in Deutschland aus immer wiederkehrenden Jubelfesten, in Stein gehauener oder in Erz gegossener Kriegsbegeisterung in Denkmalform sowie öffentlichen Feiern des monarchischen Prinzips. Ich habe Ihnen hier eine Postkarte mitgebracht vom Schlachtfeld von Wörth, ein nationaler Erinnerungsraum, touristisches Zentrum, gepflastert mit Denkmälern, deutschen wie französischen. Man hat so eine eigene Eisenbahnlinie hingebaut. Und am Ende gab es mehr Hotelbetten als Einwohner, um all diese deutschen Jubeltouristen aufnehmen zu können, die sich die Denkmäler anschauen wollten. Aber wenn Sie die Denkmäler anschauen, dann sehen Sie die stereotype Form. Es sind immer phallische, hochaufragende Obelisken oder Pfeiler, eiserne Kreuze, Adler, monarchische Symbole, aber Angebote für Trauernde, für Traumatisierte, eher nicht. Bei der Einweihung von Kriegerdenkmälern oder bei dem seit 1873 gefeierten WLAN-Tag wurden stets dieselben Phrasen wiederholt, die den Schmerz der Hinterbliebenen in einen nationalen Sinnkontext stellen sollten, die Individualität und das Opfer der Toten, die Verstümmelten, in Wahrheit aber verhöhnten. Bei Gelegenheit der Einweihung einer Gedenktafel für im Krieg gefallene Söhne der Stadt Ludwigsburg hält der Garnisonspfarrer Schweitzer eine, so die Zeitung, meisterhafte, Zitat Ende, in Wirklichkeit exemplarisch den Zeitgeist aus Verdrängung und nationaler Selbsterhebung verdeutlichende Rede. Ich zeige mal das Denkmal, das wir hier in Ludwigsburg haben, auf dem alten Friedhof. Und Sie sehen, es ist eigentlich ganz ähnlich wie die in Wörth. Eisernes Kreuz, das Übliche halt. Zitat aus der Lokalzeitung. Pastor Schweitzer sagte, dass, wenn Großes vom Volke erreicht werden wolle, dürfe der Einzelne, dürfe das Volk vor großen Anstrengungen der Selbstverleugnung nicht zurückschrecken. Das Beste in diesem Punkte sei geschehen im letzten blutigen Krieg gegen unseren Erbfeind. Den Erbfeind. Interessant. Hier wird ja schon der Krieg mental vorbereitet gegen den Erbfeind, der Nächste. Zitat Ende. Anschließend feierte die Festgesellschaft bei, Zitat, zahlreichen gelungenen Toast mit musikalischer Unterhaltung des Männervereins, Männergesangsvereins, diesen feierlichen Einweihungsakt. Diese offizielle, so tausendfach wiederholte Erinnerungskultur wurde vom Bildungs- und Kleinbürgertum, den staatstragenden Ortshonoratioren sowie von den Kriegervereinen auf lokaler Ebene aufgegriffen, umgesetzt und damit weitergegeben. Bei Bier, Gesang und fetten Speisen wurden so Kriegserinnerungen gepflegt, die eine, wie es Friedrich Nietzsche 1878 formulierte, Mörderkaltblütigkeit mit gutem Gewissen, so Nietzsche, als Vorbild propagierten. Und diese Mörderkaltblütigkeit mit gutem Gewissen, die sehen wir spätestens im Zweiten Weltkrieg wieder, wenn die Einsatzgruppen an der Ostfront ohne gewisse moralische Hemmungen einfach Millionen Menschen erschießen. Wer sich diese Erinnerungskultur, sei es aus Gründen politischer Überzeugungen, aus Gründen der Klassenzugehörigkeit oder wegen einer grundsätzlich pazifistischen Haltung nicht anschließen wollte, traf auf keine übergreifenden Gemeinschaft und sinnstiftenden Erinnerungs- oder Deutungsangebote. Er blieb außerhalb der Jubelgemeinschaft und damit verdächtig. Sozialdemokraten waren nicht zufällig die Mitgliedschaft in den Kriegervereinen, den Hauptmultiplikatoren der von oben gewünschten Erinnerungskultur, verboten. Die Zeugnisse dieser Erinnerungskultur, Bismarckstatuen, Weißenburgstraßen, Sedanplätze, Denkmäler mit brüllenden Löwen, Lorbeerkränzen, eisernen Kreuzen und langen Listen gefallener Helden prägen noch heute den öffentlichen Raum deutscher Städte und Dörfer. Ich hatte es schon erwähnt. Eine Erinnerungspolitik aber, die keine Trauer zulässt, sondern im Sieg unkritisch die Gewalt feiert, macht Gewalt mental zum normalen Bestandteil des kollektiven Bewusstseins. Die hier vermittelten Haltungen konnten in ähnlicher Weise in der Erinnerungspolitik nach 1918 wieder aufgegriffen und ab 1933 aggressiv in den Dienst
des Nationalsozialismus gestellt werden. Ich zeige Ihnen mal ein Kriegerdenkmal zum Ersten Weltkrieg aus dem Dritten Reich. Und dann sehen Sie direkt die Traditionslinie, in der diese Denkmäler stehen. Es wiederholt sich nicht. Es wiederholt sich, es ändert sich nicht. Höchstens, dass die markigen Sprüche sich ein wenig verändern. Also wir haben eine unmittelbare Erinnerungstraditionslinie von 70-71 bis ins Dritte Reich hinein, auch in der Formgebung. Die durch den Krieg gewonnene Einheit war durch das vermeintliche Recht des Stärkeren in einem bewusst provozierten Akt der Aggression zustande gekommen, hatte insbesondere 1866 im Krieg Preußens gegen Österreich und den Deutschen Bund sowie in den sich steigernden Brutalitäten der Jahre 1870-71 schon lange geltende Maßstäbe der Staatenbeziehungen und des menschlichen Anstands missachtet. Bismarck war ein eiskalter Zyniker. Der Geist dieser Aggression und der Gleichgültigkeit gegenüber fixierten Regeln sollte für die Gesellschaft des Kaiserreichs nicht folgenlos bleiben. Schon der Kronprinz Friedrich Wilhelm, also der Sohn Kaiser Wilhelms I., ahnte dies mit seinen nachdenklichen Zeilen am Silvesterabend 1870, als er sich schon fragte, wie schwierig es sein werde, Zitat, die blinde Anbetung der rohen Gewalt und des äußeren Erfolges zu bekämpfen, Zitat Ende. In dieser Gesellschaft artikulierten sich auf besonders unversöhnliche Weise Klassengegensätze, der Obrigkeitsstaat mit einer Mischung aus Repression und fortschrittlicher Gesetzgebung sowie Überregulierung aller Lebensbereiche glaubte beherrschen zu müssen. So wurde der Deutsche im Ausland häufig nicht ohne Grund als rücksichtsloses, lautes und selbstbewusstes Zerrbild dieser sozialen Verhältnisse wahrgenommen. Zur Anbetung der Aggression als lohnendes Verhalten kam bei vielen Deutschen als Ergebnis der militärischen Siege noch ein bis zur Überheblichkeit gesteigertes Selbstbewusstsein hinzu. Schon Nietzsche erkannte kurz nach dem Krieg mit seiner Warnung von der Niederlage des, Zitat, deutschen Geistes zugunsten des Deutschen Reichs, Zitat Ende, genau diese Gefahren. Aggression und Überheblichkeit erwiesen sich als für das Reich fatale Unarten, die vor allem die realistische Wahrnehmung von schwierigen Situationen und eigenen Anteilen an internationalen Problemen behinderten. Exemplarisch zeigte ich diesem Aufruf an das deutsche Volk, den Kaiser Wilhelm II. Am 7. August 1914 zu Beginn des Ersten Weltkriegs veröffentlichen ließ. Selbstüberhebung und Fehleinschätzung am Anfang eines nicht unwesentlich mitverschuldeten Krieges haben hier schon fast wahnhafte Züge. Deutsche Truppen haben zum Zeitpunkt des Aufrufs bereits das neutrale Belgien überfallen und der Kaiser sagt allen Ernstes, mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Um Sein oder Nichtsein unseres Reiches handelt es sich, dass unsere Väter sich neu gründeten, um Sein oder Nichtsein deutscher Macht und deutschen Wesens. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie ward Deutschland überwunden, wenn es einig war. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war. Zitat Ende. Auch diese Mentalität der Aggression nach außen und des Wir allein gegen alle konnte 1939 nahtlos übernommen werden, als Hitler sagte, seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Das war genauso Selbstbetrug und Betrug nach außen, Verschleierung aggressiver Taten nach außen, wie im August 1914 von Kaiser Wilhelm II. Formuliert. Der Aufruf des Kaisers im August 1914 zeigt aber noch eine weitere Besonderheit des im Krieg geborenen Reiches auf. Wilhelm beruft sich am Ende des Aufrufs nicht zufällig auf die vermeintliche Unterstützung Gottes, der in den Einigungskriegen schon mit den Vätern war. Zwischen Fürsten und Regierten stand im Reich eine Macht, die ihre Aufgabe darin sah, der einen Seite bei der Beherrschung der anderen zu helfen, die vermeintlich gottgewollte Monarchie zu schützen, die, man möge es mir verzeihen, in dieser Gegend hier unten protestantische Kirche. Die Bezüge auf Gott, auf die vorgeblich von ihm gewollte Ordnung und seine geradezu selbstverständliche Parteinahme für das Reich, wie Wilhelm II. Sie 1914 propagiert, finden sich auch im Krieg von 70-71. Selbstverständlich wird die Kaiserproklamation im Spiegelsaal mit der Predigt des protestantischen Predigers Rogge eröffnet und unhinterfragt verkünden die Geistlichen in Feldgottesdiensten den Tod für das Vaterland als göttlichen Willen. Als Kaiser Wilhelm I. am 3. März 1871 in einem im ganzen Reich publizierten Telegramm die Unterzeichnung des Vorfriedens bekannt gibt, nimmt er, an dessen aufrichtiger persönlicher Frömmigkeit nicht zu zweifeln ist, Gott als eine Art deutschen Heeresoffizier in Dienst. Zitat: Der Herr der Herrscharen hat ohne jeden Zweifel unsere Unternehmungen sichtlich gesegnet,
daher diesen ehrenvollen Frieden in seiner Gnade gelingen lassen. Zitat Ende. Diese Systeme hatten Allianz mit protestantischer Kirche, Monarchie und Militär war Staatsräson und das Narrativ vom gottgewollten Sieg jahrzehntelang Teil einer kirchlich gestützten obrigkeitsstaatlichen Herrschaft, wie sie in aufgeklärteren Gesellschaften Europas in dieser Form bereits überwunden war. Und diese spät aufgeklärte, wenn überhaupt aufgeklärte Gesellschaft erwies sich natürlich im 20. Jahrhundert anfällig für autoritäre Systeme und war 1933 in der Übernahme des antiaufklärerischen Nationalsozialismus völlig skrupellos. Also ein aufgeklärter Geist kann kein Nationalsozialist sein. Das ist ein Widerspruch. Ich möchte eigentlich nicht so weit gehen zu sagen, dass die protestantische Kirche schuld am Dritten Reich ist. Sie war aber sehr viel anschlussfähiger im Dritten Reich als die Katholiken. Das Reich war durch ein erhebliches Demokratiedefizit geprägt, das ebenfalls der Eile durch den Krieg und die dadurch bedingten Umstände der raschen Verhandlung der Reichsverfassung geschuldet waren. Wir sehen hier ein Bild Anton von Werners Eröffnung des Reichstags. Dem Reichstag war keine wirkliche Möglichkeit gegeben, eine Verfassung zu diskutieren, die sich vorwiegend an preußischen Vorstellungen einer protestantisch-monarchistischen Ordnung orientierte. Zwar war die Einführung freier und geheimer Wahlen zum Reichstag für alle Männer im internationalen Vergleich durchaus fortschrittlich. Die dem preußischen Vorbild folgende fehlende parlamentarische Kontrolle von Kanzler und Ministerien schränkte die Macht des Reichstags und seiner Mitglieder jedoch erheblich ein. Dazu kam, dass auf Ebene der Länder die Wahlen zu den Landtagen den jeweils dort geltenden Regeln folgten, wie zum Beispiel im Falle Badens sehr fortschrittlich, im Falle Preußens mit seinem Klassenwahlrecht überaus rückständig und ungerecht sein konnten. Viele im Kaiserreich sozialisierten Menschen erschien so die Republik zwischen 1919 und 1933 als die Anormalität, keineswegs der autoritäre Staat ab 1933. Durch den Krieg gewonnene Einheit besaß alles militärische im Kaiserreich einen übersteigerten Stellenwert. Die deutsche Gesellschaft der Zeit war eine militaristische Gesellschaft. Heinrich Mann parodiert diese Gesellschaft in der lächerlich tragischen Figur des Diederich Hässling, des Protagonisten seines satirischen Romans Der Untertan von 1914. Der autoritätsgläubige Hässling hat eine für seine Generation typische Erziehung aus Schlägen und soldatischen Verhaltensmustern von Gehorsam und Unterordnung erfahren. Das Kind Diederich hat Bonbons gestohlen, sein seit dem Krieg 1870-71 invalider Vater ertappt ihn. Zitat aus Der Untertan. Dem Vater, der immer nur methodisch Ehrenfestigkeit und Pflicht auf dem verwitterten Unteroffiziersgesicht den Stock geführt hatte, zuckte diesmal die Hand und die eine Bürste seines silbrigen Kaiserbartes lief, über die Runzeln hüpfend, eine Träne. Mein Sohn hat gestohlen, sagte er außer Atem mit dumpfer Stimme und sah das Kind an wie einen verdächtigen Eindringling. Dieser Diederich Hässling, so sozialisiert durch Schläge und Unterordnung militärischen Gehorsam, wird dann der Prototyp des obrigkeitsstaatlichen Untertanen, der nach oben buckelt und nach unten tritt. Und ein Fall wie jener des Schusters Wilhelm Vogt, der als falscher Hauptmann von Köpenick eine Stadtkasse stehlen konnte, wir sehen hier die Verfilmung mit Heinz Nümann, war so nur in einer uniform fixierten Gemeinwesen wie dem Deutschen Reich mit seinen Millionen von Diederich Hässlings möglich. Dieser Untertanengeist, diese willenlose Unterwerfung unter den Willen größerer Mächte und sei es die Macht eines Führers, prägte das 20. Jahrhundert und prägt streng genommen, wenn wir ehrlich sind, auch noch immer die Gegenwart vieler Menschen. Aber auch in Frankreich wurde die Präsenz alles Soldatischen nach 1871 stärker als im durchaus schon militärisch geprägten Kaiserreich Napoleons III. Das Element der Rehabilitation, der im Krieg und in den Massakern von Paris desarruierten Armee, wurde unter anderem die jährliche große Militärparade auf dem Champs-Élysées am 14. Juli eingeführt. Und wie Sie hier sehen, mit Monsieur Macron immer noch gefeiert wird. In französischen Schulbüchern wurden Kinder auf Krieg und Revanche eingeschworen. So heißt es in einem Schulbuch für die Volksschule unter dem Titel Die Pflicht des kleinen Franzosen. Zitat, die Elsässer und Lothringer waren gute Franzosen. Sie wurden gezwungen, Deutsche zu werden. Aber sie lieben ihr Frankreich noch immer. Und deshalb müssen die kleinen Franzosen die Elsässer und Lothringer lieben wie ihre Brüder. Frankreich hat nach dem Krieg nicht den Mut verloren. Die Soldaten von heute sind genauso tapfer wie die Soldaten, die 1870 gekämpft haben. Und heute sind es viel mehr als damals. Zitat Ende. In beiden Ländern wuchs die Jugend im Geist militärischer Erziehung und kritikloser Übernahme soldatischer Ehrenkodizes auf. Wie sonst wäre es denkbar gewesen, dass man im 20. Jahrhundert es für normal hielt,
sich in Parteiuniform mit politischen Gegnern zu prügeln. Das Reich, das schon vor dem Krieg in Preußen mit einem nicht unerheblichen nationalen Minderheitenproblem konfrontiert war, bekam mit der Eingliederung des Elsass und Teilen Lothringens ein weiteres Problem hinzu. Die Reichslande wurden nicht zufällig von einem kaiserlichen Statthalter regiert, der in der Person Edwin von Manteuffels auch ein siegreicher Militär von 7071 war. In einer solchen Stellenbesetzung drückte sich aus, welchen Status Berlin den neuen Deutschen zubilligte. Sie waren Besetzte, die man beherrschen, nicht regieren wollte. Und wie schon Theodor Fontane im Frühjahr 1871, als er nochmal nach Frankreich ins besetzte Frankreich reiste, ahnte, hätte hier eine friedliche Eingliederung der zuvor französischen Bevölkerung nur dann gelingen können, wenn dieser Feingefühl und Respekt entgegengebracht worden wäre. Fontane drückt sein Feingefühl ganz deutlich aus und prophezeit schon 1871 das Scheitern dieser Bemühungen. Die berühmte Zabern-Affäre von 1913 und der Protest der elsässischer Bürger gegen Beleidigung eines jungen, unerfahrenen preußischen Infanterieleutnants mit Willkürakten der stationierten Regiments beantwortet wurden, also die öffentlich besonders bekannt gewordene symptomatische Spitze eines Eisbergs aus Fehlverhalten und Fehleinschätzungen der neuen Herren gegenüber der neuen Bevölkerung. Die Reichslande war nicht nur ein ständiger Kriegsgrund für Frankreich, sondern auch eine Belastung für den inneren Frieden des Reiches. Radikal formuliert Friedrich Engels seine Sicht auf die Annexion. Friedrich Engels hat für eine englische Zeitung und die Pall Mall Gazette den Krieg analysiert. Zitat Engels. Für den großen moralischen Nachteil, worin das junge deutsche Reich sich setzte, indem es brutale Gewalt offen und ungeheuchelt als sein Grundprinzip erklärte, dafür hat der preußische Junker keine Augen. Im Gegenteil, widerhaarige, gewaltsam im Zaum gehaltene Untertanen sind ihm Bedürfnis. Zitat Ende. Man muss sich nicht Engels wie stets überspitzt ideologisierten Formulierungen anschließen, um die Annexion von Elsass-Lothringen, deren militärische Sinnhaftigkeit der Gesellschaftstheoretiker im Übrigen anerkannte, bei der Rückschau dennoch für einen großen Fehler zu halten. Schon im September 1870 formulierte ein sozialdemokratisches Manifest einen Verständnisfrieden für Frankreich und bewies große Weitsicht in der Ablehnung jeder Annexion. Zitat. Es ist das unfehlbarste Mittel, den kommenden Frieden in einen bloßen Waffenstillstand zu verwandeln. Zitat Ende. Dass die Elsass-Frage bei Frankreichs Kriegseintritt 1914 nicht unerheblich war, obgleich sie lange von der Wissenschaft ein wenig überschätzt wurde, muss hier nicht lange diskutiert werden. Wir sehen hier ein Kriegspropagandaplakat aus dem Ersten Weltkrieg. Nur Liberateur zeigt also ein elsässisches Mädchen mit traditioneller Tracht. Und man sieht dort Clemenceau, Wilson, Foch, Pétain und einen französischen Poilu in Waffen. Die deutsche Einheit war das Werk der Fürsten, nicht des Volkes, das 1848-49 diese Einheit unter Führung bürgerlicher Eliten noch selbst hatte vollbringen wollen. Nicht wenige alte Revolutionäre und Liberale lehnten den neuen Staat aus diesem Grunde ab. Für sie war das Reich ein Zitat, zentralistischer und militaristischer Nationalstaat. Zitat Ende. Aber auch altpreußische Konservative fanden sich in ihm nur mühsam wieder. Für Partikularisten wie den Bayern Josef Edmund Jörg war das neue Reich gar, Zitat, des freien Bayern Kapitulation von Sedan. Zitat Ende. Auch Arbeiter, keine Angestellten, Bauern, das Kanonenfutter des Krieges, konnten bei näherer Betrachtung, bei Hinterfragung der offiziellen Kriegserinnerungskultur ebenfalls Zweifel anfallen, ob die so geformte Einheit tatsächlich ihren Interessen entsprach. Wenn wir das Bild von Anton von Werner hier uns anschauen, die Friedrichsruher Fassung, Proklamation vom 18. Januar 1871, dann sehen wir das offiziell gewünschte Geschichtsbild. Die deutsche Einheit wird von Militärs gemacht, und zwar primär von preußischen Militärs. Und so war das Deutsche Reich letztlich ein militaristisches Großpreußen. Dass bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs die antimonarchistische SPD die stärkste Fraktion im Reichstag stellte, war übrigens Ausdruck dieser Gegensätze und eines wachsenden Bedürfnisses, diese Gegensätze, diese Einheit von oben demokratisch zu bekämpfen. Hier sehen Sie ein Bild von Albert Bétanier von 1887. Eine alltägliche Szene aus dem französischen Schulunterricht. Der Lehrer zeigt auf die blutende Wunde Frankreichs, das verlorene Elsass und Teile Lothringens, und die Schüler schauen ergriffen, voller Revanche. Dieser Krieg hinterließ einen erbitterten, durch Erfahrung mit den Besatzern und einer chauvinistischen Presse prinzipiell antideutschen Erbfeind, man damals zu sagen pflegte, Frankreich. Als Edmond de Goncourt, Schriftsteller und Tagebuchschreiber, im März 1871 durch das vom deutschen Bombardement mitgenommene Paris schlendert, entdeckt er an einem abgebrannten Haus die mit Kreide geschriebene, geradezu emblematische Inschrift, Zitat, Franzosen, denkt daran, Rache. Zitat Ende.
Auch in Frankreich war die Erinnerungspolitik nicht auf das mahnend mitfühlende Gedenken an die Toten und Verstümmelten konzentriert, sondern auf die Revanche. Wer diesem Gedanken widersetzte, wer die Revanche ablehnte, stand in Frankreich genauso außerhalb der Erinnerungsgemeinschaft wie in Deutschland die Gegner von Hurra-Patriotismus und Militärseligkeit. Das Mitgliedsabzeichen des französischen Veteranenverbands trug die Inschrift Oublie jamais, vergiss niemals. Und 1871 orakelte ein neutraler Zeitgenosse über Frankreichs Entschlossenheit zur Revanche, Zitat: Zu meinem Bedauern sehe ich, dass sie unter den Parisern schon wieder die Entschlossenheit zeigt, früher oder später an den Preußen Rache zu nehmen. Wehe für Frankreich und wehe für die Hoffnung auf Frieden in Europa. Reden wir über Antijudaismus im Krieg von 1870-71. Wir sehen hier ein berühmtes Ereignis, also für die deutsch-jüdische Gemeinschaft berühmtes Ereignis, nämlich die Yom Kippur-Feier vom Metz im Oktober 1870. In einer stark idealisierten Darstellung, sie fand so nicht statt. Aber diese Yom Kippur-Feier ist emblematisch dafür, wie ein Ereignis in seiner überhöhten Form Glauben findet und so selbst wieder zu einer anderen Art von Ereignis transzendiert. In Wirklichkeit haben einige deutsch-jüdische Soldaten in einer Scheune Yom Kippur feiern dürfen. Daraus erwuchs dann schließlich diese Darstellung mit diesen Hunderten von deutsch-jüdischen Soldaten, die Yom Kippur feiern. Für die deutsch-jüdischen Soldaten 70-71 war dieser Krieg eine Chance, zu zeigen, dass sie zur nationalen Gemeinschaft dazugehören und ihren Waffenwert genauso zeigen konnten wie ihre christlichen Waffengefährten. Im Ersten Weltkrieg gibt es eine Judenzählung, weil in Frage gestellt wird, dass die deutsch-jüdischen Soldaten in gleichem Maße zu den Waffen greifen. Die Judenzählung wurde nie veröffentlicht, das Ergebnis, denn es hätte gezeigt, dass es keine prozentualen Unterschiede gab. Das deutsche Hauptquartier 70-71 befand sich im Februar 1870 im Schloss des Baron James von Rothschild in Ferrier-en-Brie, 30 Kilometer südöstlich von Paris. Und dort treffen sich Otto von Bismarck und der französische Außenminister Jules Favre am 19. September, um Verhandlungen zur Beendigung des Krieges zu starten. Diese Verhandlungen sind vergeblich. Mit deutlich antisemitischem Ton beschreibt der ebenfalls anwesende Moritz Busch, Bismarcks Sekretär und Chefpropagandist, den französischen Außenminister, Zitat: Großer Mann mit grauem Backenbart, der sich um das Kinn zog, etwas jüdischen Gesichtstypus und dicker, hängender Unterlippe. Zitat Ende. James von Rothschild, gestorben 1868, war ein jüdischer Finanzexperte und galt Zeit seines Lebens als einer der reichsten Bürger Frankreichs. Und das 1855 bis 59 im Stil des Historismus erbaute Schloss ist ein großer und würdiger Rahmen für die Verhandlungen. Busch, Bismarck und auch die anderen Mitglieder des Hauptquartiers respektieren die Würde des Ortes und den fremden Besitz, machen aber ständig judenfeindliche Witze über seinen ehemaligen Besitzer. So ist zum Beispiel für Bronsart von Schellendorf, ein Offizier im Generalstab, das Schloss von Ferrières einfach nur das, Zitat, Judenschloss. Auch in dieser Hinsicht ist der Krieg von 1870-71 schon ein Vorbote kommender Tragödien. Im Jahre 1870 ist der eliminatorische Antisemitismus noch nicht erfunden worden und kein Deutscher im Hauptquartier würde einem Mitbürger körperliches Leid zufügen, nur weil er jüdischen Glaubens ist. Doch bereits jetzt geht eine Verrohung der Sitten im Krieg mit einem Überlegenheitsbewusstsein der militärischen und feudalen Eliten sowie einem im Adel geradezu selbstverständlichen Antijudaismus eine ungute Mischung ein, die schon im Kaiserreich in gewisser Weise, ich möchte das nicht übertreiben, aber trotzdem in gewisser Weise den mentalen Grundstock für den Holocaust legen wird. Kommen wir zum letzten Aspekt, der den Zeitgenossen unmittelbar im Krieg nicht so ins Auge fallen konnte. Viele der Schrecken des Ersten Weltkriegs und damit indirekt auch der folgenden Schrecken des totalitären 20. Jahrhunderts lassen sich schon im Krieg von 1870-71 finden. Er war bereits ein Laboratorium der technisiert-industrialisierten Moderne und des nationalisierten, durch Massenmedien geschürten Fanatismus, die dann im Ersten und Zweiten Weltkrieg ihre die Menschheit erschütternde ganze Zerstörungskraft entfalten sollten. Wir sehen hier französische Soldaten mit der Mitrailleuse, einer frühen Form des Maschinengewehrs, das eigentlich auf einer starren Lafette befestigt, lange nicht die Streukraft der Maschinengewehre des Ersten Weltkriegs hatte. Wenn sich ein gewisser Comte d'Erizon über Vorschläge, Zitat, unfehlbar lenkbarer Luftballons, explodierender, erstickender, zum Niesen reizender Bomben amüsierte, Zitat Ende, die ihm Pariser Bürger während der Belagerung zusandten, denkt der heutige Leser unwillkürlich an die späteren Schrecken des Luft- und Gaskrieges
die den Menschen von 7071 noch gar nicht vorstellbar erschienen, obwohl vor ihren Augen mental damit bereits experimentiert wurde. Ein ziviler Schlachtenbummler, der Maler und Schriftsteller Ludwig Pietsch, berichtet vom Schlachtfeld von Wörth. Die Schlacht ist 3-4 Tage her, sie fand am 6. August 1870 statt und er beschreibt, Zitat, an anderer Stelle des nun nach mehreren Tagen Hitze und Regen unerträglich stinkenden Schlachtfeldes trifft er auf eine Gruppe von Toten. Hier zum Beispiel eine Gruppe. Mitten in eine Sektion einschlagend hat das berstende Geschoss 10 Mann auf einmal zerschiebt. Diesen die Beine, jenen den halben Kopf, den Rumpf weggerissen. Zersprüht ist das einzige Wort dafür. Zitat Ende. Pietsch erblickt bereits die abgründigen Schreckensvisionen des Ersten Weltkriegs von Verdun, der Flandernfront oder der Somme. Im Jahr 1909 veröffentlicht ein deutscher Major Julius von Hoppenstedt ein Buch mit dem Titel Ein neues Wörth, ein Schlachtenbild der Zukunft, in dem er die Schlacht vom 6. August mit den neuen Waffen seiner Zeit noch einmal durchspielt. Natürlich gewinnen die Deutschen, das ist ja klar. Hoppenstedt sieht eine so faszinierende wie prophetische Linie von 1870 zu 1914. Zitat. Seele der Aufklärung ist diesmal ein Zeppelin. Und nahe lag es den genialen Erfinder, selbst sein Luftschiff der Luft, sein Linienschiff der Luft, dorthin zu Kampf und Sieg zu steuern, wo er 1870 bei kühnem Erkundungsritt schon einmal die Klinge mit dem Feinde kreuzte. Aber wie anders jetzt? Zitat Ende. 5 Jahre später bombardierten Zeppeline London. Und auch Alistair Horn, der große englische Chronist der deutsch-französischen Kriege des 19. und 20. Jahrhunderts, sah diesen Zusammenhang 1967 in seinem Buch über den Krieg ganz deutlich. Zitat. Sedan 1870, Verdun 1916 und Sedan 1940, die Schlachten in dieser blutgetränkten Ecke Frankreichs hatten viel Gemeinsames, taktisch, strategisch, historisch und psychologisch. Zitat Ende. Als der Kronprinz Friedrich Wilhelm am Abend des 26. Februar 1871 seinem Tagebuch die Freude über den endlich erlangten Vorfrieden mitteilte, äußerte er eine schöne Hoffnung, Zitat, ich baue auf einen dauerhaften Frieden und hoffe, dass Deutsche und Franzosen statt dem gegenseitigen Hass sich herauszufordern, baldmöglichst sich einander annähern und den friedlichen Wettkampf in Handel, Gewerbe, Industrie und Kunst aufnehmen werden. Zitat Ende. Die Friedensvision des zukünftigen Kaisers sollte nicht in Erfüllung gehen, wie wir alle wissen. Der Krieg von 7071, seine politischen Folgen, die seelischen, körperlichen, materiellen Nachwirkungen der wechselseitig zugefügten Grausamkeiten, die Hunderttausende von schmerzhaften Verlusterfahrungen, der Geist der Revanche auf der einen, jener der nationalistischen Überheblichkeit auf der anderen Seite, eine einseitige und affirmative Geschichtspolitik, all das sollte sich nur wenige Jahre als mächtiger erweisen als all die frommen Wünsche. Und wer wollte ernsthaft in Zweifel ziehen, dass der Erste Weltkrieg die Voraussetzung war für die Katastrophe des Nationalsozialismus und des Stalinismus, für Millionen Tote, Zerstörung, Leid, deutsche Teilung und 11 Millionen heimatvertriebene Deutsche. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.